Das ist es, das Corpus Delicti, der M-Kopf. Ein scheinbar unverdächtiges Gebäckstück, das dem Bäckereichef Matthias Möbius zuerst einen Shitstorm im Internet und dann jede Menge Medienrubbel einbrachte. Dabei klingt die Rezeptur völlig ungefährlich, geradezu lecker. Ja, das ist eine Biskuitmasse, Schalen gebacken und dann werden zwei Schalen zusammengesetzt mit einer Puddingfüllung und mit Schokolade überzogen. Der Name war's, der das Schokoteilchen in Ungnade fallen ließ. Mohrenkopf, so hieß das Gebäck bis Anfang des Jahres, bis eine Instagram-Gruppe mit dem Namen die Sektgabis über die Bezeichnung stolperte. Also als wir im Frühjahr diesen Jahres angegriffen wurden, weil unser Gebäckstück mit dieser traditionellen Bezeichnung angeblich rassistisch wäre, da haben wir natürlich erstmal tief durchgeatmet und uns damals entschlossen, das Produkt erstmal aus dem Sortiment zu nehmen, um die Gemüter zu beruhigen. Die Wogen waren geglättet und Mohrenköpfe gab es auch keine mehr. Das fanden die Kunden irgendwie schade und wünschten sich die Leckerei zurück in die Auslagen. Sehr gern, so Matthias Möbius, nur ein neuer Name musste her. Und das war eigentlich unser vorrangiges Anliegen, dass wir den Kunden jetzt wieder den Genuss verschaffen wollen. Aber wir wollen natürlich auch nicht die Gefühle von irgendwelchen Leuten verletzen und haben uns deshalb jetzt zu dieser Kompromisslösung entschieden, das Gebäckstück zu M-Kopf umzubenennen. Und da kann jeder draus machen, was er möchte. Hier im Haus unsere Konditoren reden von Möbiuskopf. Was andere draus machen, ist jedem seine Sache. Der M-Kopf schmeckt jedenfalls genauso wie vorher und der Genuss bleibt und darauf kommt es an. M-Kopf also. Klingt etwas sperrig. Sämtliche noch legitimen Alternativen wurden allerdings aus fachlichen Gründen abgewählt. Es gibt ja von seitens dieser Aktivisten den Vorschlag Schokokuss oder sowas ähnliches. Aber Schokokuss ist ein anderes Produkt. Wer sich ein bisschen mit der Materie auskennt, Schokokuss, das ist was anderes. Na, so, und deshalb haben wir uns da ein bisschen gesträubt in die Richtung, den Namen zu entwickeln, weil da möglicherweise die Kunden verwirrt werden. Ja, und das wollen wir ja auch vermeiden. Auch ein Schaumkuss sei ein Schaumkuss und eben kein M-Kopf mit Puddingfüllung. Wofür aber nun steht eigentlich genau dieses M? Das kann für Murmel oder für sonst was stehen. Ja, wie gesagt, da ist jedem seine Sache, was er draus macht. Murmelkopf, also als mögliche Alternative zum Moor, eine Bezeichnung, die heute als abwertend für Menschen dunkler Hautfarbe gilt. War Matthias Möbius das eigentlich bewusst? So richtig nicht. Für mich war es nichts weiter als ein traditioneller Gebäckbegriff. Und anhand der vielen Reaktionen habe ich gemerkt, oder haben wir gemerkt, das haben auch ganz viele andere Kunden und Leute, die das mitgekriegt haben, so gesehen. Aber natürlich, Sprache verändert sich. Schon Goethe hat gewusst, Name ist Schall und Rauch. Und Sprache natürlich verändert sich auch. Wie gesagt, für uns ist wichtig, der Genuss bleibt. Aber ich denke, der M-Kopf wird sich auch als Bezeichnung etablieren. Da bin ich guter Dinge. Ja. Vielleicht steht er in ein paar Jahren im Duden.